Willkommen in Desert Regions. Ich habe eines vergessen. Und zwar, vielleicht sollten wir mal wieder... Hoppala. Vielleicht sollten wir wieder zurückfahren, ne? Na, sollen wir vielleicht mal auch den richtigen Weg finden. Zack. Und zwar zu nach Hause natürlich, wohin sonst? So, wo jetzt hier noch rausfährt. So, bla, Prom, de Bo, Martin. Nach, ist nach rechts, okay. Müssen wir noch gucken, wo wir sind. Geradeaus nach rechts müssen wir. Okay. Geradeaus und nach rechts müssen wir. Geradeaus und nach rechts müssen wir, habe ich gemeint. Und ja, ich muss gucken, weil ich habe ja schon lange mal fest, wann ich zum letzten Mal das Haus besucht habe. Ich hoffe, das steht noch da. Vor 2 Tagen waren wir zuletzt hier. War ich online, glaube ich, vor 2, 3 Tagen. Aber davor, da müssen wir echt aufpassen und zurückfahren. So. Na komm. Na, was ist da hier los? So, jetzt schauen wir gleich mal. Wieder der Führerschein gleich mal weg. Wieder den Führerschein verloren. Vorhin habe ich Dark Souls 3 gezockt, aber nicht auf dem PC, wo ich die Play Let's Plays mache, sondern ich habe auf der Xbox One weiter gespielt und da habe ich den wo war ich da? Und den habe ich den verzerrten König zuletzt jetzt besiegt. Also ein optionales Gebiet erkundet. Und jetzt müssen wir hier erstmal rumkommen. Also ich habe glaube ich 2 Bosse gehen. Ja genau, dann habe ich noch den Jomf besiegt, den Riesen. Dann die Tänzerin da und dann noch den verzerrten König. Ja so, Rekord glaube ich gemacht in einem Tag. Dank Jokerface seine Walkthrough. So, und jetzt mache ich dann auch weiter im neuen Gebiet. Ja, ansonsten habe ich mir für den Rechner 4 GB RAM-Riegel bestellt und gestern erhalten. Das heißt, ich habe jetzt, mir stehen jetzt insgesamt anstelle von 8 GB RAM 12 GB RAM zur Verfügung. Nicht schlecht, oder? Und 4 fressen ja ungefähr Windows 7 auf. Windows 7 verbraucht ungefähr 3, noch was GB RAM. Und der Rest wird halt zum Spielen verwendet. Ich meine, die PS4 und die Xbox One, die verbrauchen, also die haben ja auch 8 GB. Und bei denen ist es, glaube ich, ja, weiß auch nicht, ein bisschen weniger vielleicht. Beziehungsweise PS4 ist ja da ganz anders. Die Xbox One verwendet ja diese Windows 8 Version, glaube ich. Aber die PS4, bei der ist ja ganz anders. Auf jeden Fall ist bei der Xbox One so, dass die wahrscheinlich schon so 2-3 GB schluckt für die, ja, ihr wisst schon was, für das Betriebssystem. Ja. Und wie gesagt, jetzt habe ich noch einen Riegel habe ich frei. Ich habe ja 2 mal 4, also 4 Riegel mal 2 GB drin. Das sind aber 2000 MHz die Riegel. Und ich habe jetzt aber einen 1600er gekauft, aber von selben Firma, Corsair Vagency. Corsair. Und anscheinend läuft es. Also die laufen auf jeden Fall. Vor allem mit einem niedrigeren Takt jetzt, 999, 27. Davor war es 10, 10, 10 noch was. Das war aber auch trotzdem auf 909 begrenzt, weil der NB Frequency, oder wie das heißt, war auf 670 MHz mal 2 sind 1333 MHz. Naja, das ist also auf 1333 MHz eingestellt bei mir. Und ja, man könnte es erhöhen, aber maximal 1600er, ja, der eine 4-Riegel-Rahmen, der neue, der bei dem geht es halt maximal 1600. Und die anderen 2000 MHz Riegel, ne, die habe ich letztes Mal, die sind mir nicht mehr auf Amazon
verfügbar gewesen. Ein Rigel war, glaube ich, verfügbar und das hat über 1000 Euro gekostet. Das gibt's nicht, oder? Die Leute, meine Fresse, 1000 Euro für so einen Riegel, für einen 2 GB Riegel, wollt ihr mich verarschen, ne? Da habe ich mir gedacht. So, jetzt nicht blinken, aber wenn wir rausfahren aus dem Kreisverkehr, dann blinken. Piep, piep, piep. So, uah, nee, Autosturm. Okay. Wieder Scheiß gebaut. Nicht aufgepasst. So hoffen wir, dass das Haus noch da ist, ne? Dass das Haus noch steht. Es scheint noch da zu stehen, Gott sei Dank. Ich muss jetzt echt mal notieren, wann ich zum letzten Mal gespielt habe. So, da ist es ja. Unser Haus und Vector. Das Leasing. Der Leasing-Heli vom Vector. Also wir haben den Heli vom Vector geleased sozusagen. Er hat uns geschenkt. Er hat uns geschenkt, aber trotzdem. Vielen Dank nochmal an Vector. So. So, jetzt mal öffnen hier. Gott sei Dank ist da noch alles da. So, das tun wir gleich mal rein hier. Na, komm, hier rein. Da haben wir nichts viel drin, aber wir müssen jetzt mal aus dem Dings alles rausnehmen. Wir müssen auch den Heli auch mal nutzen. So, was haben wir denn hier? Mhm. Ja, also wenn ich jetzt wieder Geld habe, dann hole ich mir auch noch den nächsten Riegel. Gigabyte RAM-Riegel. 4 GB, dann habe ich 16 GB. Dann bin ich auf jeden Fall zukünftig gut gerüstet, denke ich mal. Ja, ich könnte durch die anderen zwei jeweils 4x2 Riegel austauschen durch 4x4. Also wären jetzt 6x4, das wären dann... Das wären aber 6 mehr, ne? Das wären, ne, warte mal, 4x2 sind 8. Und dann habe ich 16 plus 8, dann wären 24 hätte ich dann, okay, das wäre okay, das wäre dann das Maximum. Ich habe wie gesagt ein Mainboard von 2009 von Asus, ein P6D2 Deluxe oder so, V2 Deluxe. Das ist ein High-End Mainboard, könnte man schon sagen, weil da auch ein High-End CPU drin ist. Okay, das können wir ja auch da reinlegen ins Haus. Da sind Schmerzmittel. So, Verstärkungsmaterial, davon können wir nicht so viel tragen. So, ja, wie viele noch? Okay, tun wir mal das da hier rein ins Haus. Ihr scheiß Helikopter, NPC-Helikopter, ihr. Wenn ihr hier vorbeifliegt, dann schieße ich auf euch, weil ihr mich letztes Mal den Heli von Karma abgeschossen habt. Mit dem ich geflogen bin. So, Verstärkungsmaterial. Ui, da können wir ja eigentlich anfangen, Dings zu bauen. Kleine Garage, oder? Und dann despawnt wieder alles. Nein. Ah, die können auf mich ruhig schießen, die mache ich fertig. Wenn die auf mich schießen, dann mache ich sie fertig. Schreien die schon für mich dann fertig. Habt ihr mich gesehen? Ja. Habt ihr mich gesehen? Hab ich nicht. Na, komm, schieß auf mich. Ich bin Tony Montana. Ja. Naja. Tony Montana. Scarface, ein geiler Film. Und Al Pacino. Al Pacino. Da gab es einen Schuss, glaube ich, jetzt. Oder einen Absturz. Oder kann es sein? Wir kommen zurück, oder was? Nö. So. Rein damit. Ja, damit können wir gut leben. Dann können wir eigentlich mit Garage anfangen. Kleine Garage bauen. Ja. Ja. Das machen wir dann. Zementmixer legen wir auch. Dann auch rein. Ich würde mir vorstellen, dass wir uns auch mal ein paar Steine holen wieder. Da allerdings brauchen wir sicherheitshalber
Das können Sie mal hier, was haben wir hier alles noch? Type 89, wisst ihr noch? Die Joker seine Type 89, die eine Folge. So, Makarov ist hier wunderbar, bla bla bla, papapa, so, okay. Das ist, glaube ich, genug Zeug, was wir hier... Ich kann ja auch Steine sammeln, hier alle Steine hier reinlegen. Voll mit Steinen ausrüsten. Na toll, schließe vor der Tür, das wollte ich doch gar nicht machen. Haben wir einen Zementmixer? Nein, aber jetzt haben wir einen. So, wie viel Dings Verstärkungsteile? 7? Okay. So. Na, öffne die Vordertür. Ich habe mal damals, als ich mit meinem Bruder gespielt habe, ne, habe ich mich in meinem... Nee, ich weiß gar nicht mehr. Oder was ist mit meinem Bruder seinem Haus? Kann sein. Oder nee, Quatsch. Ich habe mich bei meinem Bruder seiner Base ausgelockt und dann bin ich in seinem Haus gespawnt. Und dann die Tür war natürlich zu, da bin ich nicht rausgekommen. Ich war schon hier daheim bei mir zu Hause dann. Wollte ich mir halt einloggen, bin ich eingeloggt, zack, bin ich beim Bruder seinem Haus gespawnt. Und dann habe ich dann, was habe ich gemacht? Ja, musste ich daheim anrufen, meinen Bruder fragen, ja, warte, komm, log dich mal ein in Arma und befreie mich hier. Mach mal dir deine Tür auf. Ich bin in deinem Haus gespawnt, das war echt eine schräge Geschichte. Ja. So. Was haben wir hier? Wir müssen ja auch mal aufpassen, dass das Ding hier nicht despawnt. Da ist die Ausrüstung. So. Ich lasse mich mal hier reinsteigen. Und aussteigen. So, zack. Ich würde sagen, dass wir uns nach Beilhof begeben und dann uns ein paar Steinchen klauen, ja, klauen heißt nicht klauen, sondern muss aber gucken, ob ich hier genügend Zeug dabei habe. Ich brauche ja diese Spitzhacken und von den Spitzhocker habe ich da zwei Stück. Na ja, egal, das wird man schon schaffen, oder? Ich überlege gerade. Das geht ja sehr viel schneller, wenn wir jetzt fliegen. Ich muss da bloß landen. Die Helikopter müssten eigentlich... Dürften uns nichts antun, die sind ja weiter weg. Aber davor mache ich mal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir unterwegs sind nach Beilhof. Zu den Minen. Also bis dann.